Moin und hallo. Moin. Heute das Dachluken-Special von Nora und Bertil Kemperklatsch. Wir haben uns schon köstlich amüsiert. Ja. Yeah. Was haben wir vor? Wir möchten drei kleine Dachluken tauschen. Welche Größe ist 40 das? 40 mal 40. 40 mal 40. Warum? Weswegen? Weshalb? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Erste Dachluke vorm Badezimmer. Soll ich mal hingehen? Ja, das ist ja nicht nur. Ja, das sagen wir jetzt. Das ist ja nicht nur eine Dachluke, Nora, das ist ja ein Ventilator. Ja. Dieser Ventilator hier vom Badezimmer oder vom Kühlschrank war fest eingebaut, als wir das Fahrzeug gekauft haben. Wir wissen nicht, was für ein Name, was für ein Fabrikat da steht, gar nichts dran. Nur eine Nummer. Der läuft in zwei Richtungen, also er saugt einmal die Luft ab und er holt oder er holt sich die Luft von draußen. Ja, du kannst die Drehrichtung umstellen. Man kann es umstellen, ja. Hier, indem man so. Aber wir haben ein Problem. Ich mache den mal wieder aus. Wenn der jetzt geschlossen ist, jetzt habe ich ihn aufgemacht, aber wenn er geschlossen ist, wir stehen an der Küste und haben doch etwas stärkeren Wind von hinten, klappert er. Wie verrückt. Ja, der hat auf der einen Seite einen Aufsteller, also so wie so ein Teleskoparm, und auf der anderen Seite nicht. Und dadurch kannst du den auf der einen Seite, den Deckel, also die Haube, kannst du die so bewegen. Und das macht natürlich der Wind ganz gerne, wenn der von hinten kommt, dass diese Dachluke dann anfängt zu klappern. Ja. Inzwischen gibt es auch modernere Dachluken, Lüfterdachluken, da haben wir uns umgeschaut, da haben wir einen Plan. Und weil wir so einen Standardausschnitt haben, 40 mal 40, kannst du diese Luke natürlich auch ziemlich einfach tauschen. Das Problem bei diesen Dachluken ist immer das Verkleben. Ja. Da ist so eine elastische Dichtmasse und das macht immer sehr viel Arbeit, die Dachluke vom Fahrzeug zu trennen. Außen dann, ne? Außen, innen, nicht oben nur außen. Auf dem Dach. Genau. Und auf der anderen Seite diesen Kleber dann komplett zu entfernen, damit du dann ordentlich die neue Dachluke aufsetzen kannst. Ne? Das ist das Schlimmste eigentlich. So. Und da wir schon seit 2 Jahren 3 Dachluken im Keller liegen haben, da bei unserer Meldeadresse, Bertels Elternhaus, haben wir gesagt, so jetzt tauschen wir doch einfach. Wir wollten ja damals schon tauschen, ging ja nicht. So, hier kommt ein Max-Van rein, genau. 40 mal 40. Mhm. Und dann haben wir noch im Keller liegen, die sind jetzt hier in der Garage, 2 Dachluken hinten, die möchte einmal hier im Bettenbereich, mein Gott. Und im Badezimmer. Das sind Bügeldachluken, Hekis. Ja. 40 mal 40. Hekis. Und der Vorteil der Heki, soll ich den auch schon erzählen? So andeuten können wir es doch mal. Die Dachluke, die Hümer hier serienmäßig verbaut, ist eine Remi-Dachluke. Die hat hier eine Fixierung, so ist geschlossen. Das zweite, Nora nennt das immer Notlüftung, das ist so eine Zwangsbelüftungsstellung. Und wenn du dann aufmachst, dann kannst du sie stufenlos kannst du sie einstellen über das Scharnier und wenn jetzt der Wind von hinten kommt und du hast viel Wind an der See, dann kann dir das ungebremst aufgehen, diese Luke, weil eben keine Fixierung möglich ist, wenn die hier oben ist. Kannst du nicht fixieren, ne? Wie gesagt, stufenlos. Das möchten wir ändern. Wir möchten, dass die Dachluke fixierbar ist in bestimmten Lüftungsstellungen. Ja, dass sie fixierbar ist und was ich ja auch sehr gerne mag, die Bügel, bei der Bügeldachluke, dass ich eben auch Wäsche drüber hängen kann. Mein kleines T-Shirt oder Hemdchen und so weiter und so fort. Also da gibt es 2 Pluspunkte für die Bügeldachluke. Ja, und 3 sogar. Es gibt eine Lüfterstellung bei dem Heki, die kannst du richtig einrasten, verriegeln. Die kann man einrasten. Ja. Zeigen wir euch, wenn die Dachluken drin sind. Wir haben uns gesagt, wir machen das, sie liegen da, wir haben sie. Jetzt müssen wir mal was anderes erzählen. Eigentlich wollte Bertel das alles tauschen. Ja. Wir hatten ja früher unser eigenes Haus mit einer kleinen Werkstatt und allem drum und dran. Und da hätte Bertel das ja auch selber gemacht. Jetzt haben wir halt die Meldeadresse. Da haben wir das Problem, dass wir unter einer Eiche stehen. Wir haben jetzt dafür eine Schutzhülle gekauft. So, damit die Eicheln, die gerade jetzt herunterfallen, keine Schäden anrichten. So, also ist es sehr schwierig, Dachluken zu tauschen. Und da sind wir auf eine Idee gekommen. Wir kennen hier doch ein ganz, ganz nettes Kerlchen. Das ist der Philipp Anderer von Gümer Wohnmobilzentrum in Wertheim. Und der war so nett und hat uns Hilfe angeboten. Da dürfen wir morgen hinfahren und die bauen uns das ein.
Wir bringen ja alles mit. Genau. Ist doch toll, ne? Zeigen wir euch dann. Also. Wir kennen uns über Instagram und einige andere Kanäle. Genau. Ne? Da hat sich das so entwickelt. Ja, ich habe das erzählt, dass wir das Problem haben. Und da hat er gesagt, Mensch, kommt doch einfach vorbei. Wir kriegen irgendeinen Termin und da bauen wir euch die ganz schnell an. Ja. Hat er seine Hilfe angeboten, die wir gerne angenommen haben. Ja. Wir stehen ja auch mal wieder in Kitzingen hier, ne? Ja, schön am Main. Ja. Am Main. Wertheim liegt ja auch am Main. Ja. Ist wunderschön, wir genießen es. Wir sind ja auch schon viel rumgefahren und freuen uns darauf. Ich werde jetzt schon mal anfangen, die Rahmen abzubauen. Ne? Ja. Die Hekis, die da reinkommen, die haben natürlich auch Mückenplissee und Verdunkelung. Ne? Das ist klar, genau. Das ist ja heute Standard. Genau. Und ich widme mich jetzt gleich mal dem Rahmen da vorne. Dann haben die Jungs morgen nicht ganz so viel Arbeit. Zwei Punkte noch. Erster Punkt. Jetzt könnt ihr sagen, Mensch, seid ihr nicht zufrieden mit dem, was drin ist? Sind wir ja auch. Aber wir haben die uns doch etwas besser gefallen, die liegen niegelnagelneu zu Hause oder im Keller bei den Eltern von Bertel rum und haben gesagt, wir möchten das einfach einbauen. Wir finden es gut. Ja, die waren mal für andere Fahrzeuge bestimmt. Ja. Nun wechseln bei uns ja die Fahrzeuge leider immer so schnell. Da komme ich gar nicht mit dem Schrauben hinterher. Genau. Zweiter Punkt, wollen wir mal kurz in die Garage filmen. In die Garage? Ja. Okay. Ja, da liegen die nämlich. Bertel hat die toll fest montiert. Ups, hier mein Dings geht gleich ab. Ich geb dir mal einen Schlüssel. Schlüssel. Und das müssen wir zeigen. Licht. Es werde Licht. Ach, da liegt ja das ganze Klopapier. Achso. So, Licht. Noch mehr Licht. Wir sind ja, ist ein bisschen unordentlich, Nora. Ja, ich habe da vorhin Werkzeug rausgesucht. Fußteil, Klopapier. Ja, hier ist ein Heki. Hier ist der Maxvan. Ja. Und da ist noch ein Heki. Ja. Und das hier, da habe ich schon wieder eine neue Aufgabe fürs Badezimmer, ne? Das kommt dann aber in einem anderen Video. Sieht gut aus, ne? Auf geht's nach Wertheim. Jetzt sind wir bei Gümer in Wertheim. Unsere Emma steht schon in der Werkstatt. Eigentlich darf man da ja nicht rein als Kunde. Wir dürfen. Wir wollen nämlich, wir haben extra Bescheid gesagt, euch das mal zeigen, wie das aussieht, wenn die Dachluken ausgebaut sind. Das Problem ist ja immer, diesen Kleber da abzubekommen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Oh, da steht Emma. So. Die haben ja eine super Halle hier, ne? Ja. Hier liegen die Teile schon. Wir möchten noch mal die beiden Jungs vorstellen, die uns heute hier so tatkräftig unter die Arme greifen. Mhm. Die haben ja unheimlich viel gemacht, Nora, ne? Ja, das ist Ringo, der Werkstattleiter. Richtig. Und Schorsch, der uns die Dachluken aus- und ein. Ja, und der die super Tipps hat. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Ich gehe da jetzt mal hoch. Ja. Badezimmer-Dachluke, die kommt raus. Oh, alle von oben hier. Wer hat sein Dach nicht geputzt? Ja, ich habe die Luken kann ich schon wieder putzen. Du. Sehen aber alle gut aus. Boah. Wahnsinnshalle, ne? Ja. Ach, guck mal, er hat noch zur Hilfe hier hat er noch einen Föhn. Einen Föhn? Um den Kleber anzuwärmen. Ja. Von welcher Firma war jetzt der Ventilator? Ich meine, gelesen zu haben, dass man Thule-Ventilator. Thule. Ne, weil der ja ist ja auch im Vision Venture drin, ne? Oder ja. Im Venture S heißt er ja. Ja. Wir haben nämlich nirgendwo was gefunden, aber das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Thule. Guck mal, und die legen sich ja auch was drunter, ja. Ne, damit du keine Beulen ins Dach machst. Genau. Das ist so eine Dämmplatte. Ja. Ich freue mich. Hier siehst du die Lüftungspilze einmal über dem Kühlschrank, ja. Badezimmer. Aha. Solar. Platz ist noch auf dem Dach übrigens. Ja. Wenn du noch mehr möchtest. An Solar. Gümer Wertheim liegt ja hier auf so einem Berg.
Man sieht das, wenn man die A3 kommt. Die A3 ist hier grausig mit den LKWs, weil es hoch, runter. Also ich habe da schon so leicht schwitzige Hände bekommen beim Autofahren. Was mich ja interessiert ist, er schraubt ja jetzt gerade die unteren Rahmen ab, ne? Die Gegenrahmen im Innenraum. Was mich ja interessiert ist, wie man die Luke dann abbekommt. Ja. Das finde ich ja spannend. Ja, Holz. Ja, eine Holzwerkstatt gibt es hier auch. Ne? Die können Reifen selber draufziehen, auswuchten, habe ich gesehen. Da drüben steht eine Anlage zum Reifen aufziehen. Da gibt es eine kleine Tischlereiecke da drüben. Ja, also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch Möbel umbauen lassen hier. Das ist auch kein Problem, haben wir uns sagen lassen. Ja, hier gibt es einen Tischler. Ja, Schreinerei. Ja. Ich finde das ja so toll, dass Bertel das nicht macht. Eigentlich hättest du es ja gerne gemacht, ne? Ja, ja. Aber da juckt es ihn in den Fingern. Ja. Aber geht im Moment nicht, wir haben keine Werkstatt. Zu Gümer. Der Philipp Anderer hat auch einen YouTube-Kanal, Gümer TV, könnt ihr auch mal gucken. Ganz genau. Interessant, alles mal aus Händlersicht. Jetzt könnt ihr hier Folie sehen. Folie, damit, wenn der Kleber abgemacht wird, die ganzen Klebereste nicht nach nicht innen fallen. Da müssen wir nicht so, ne, viel putzen. Wir kriegen Probleme, ne? Wieso? Diese neue Dachluke haben die Dachdurchführung. Die sind ohne Dachdurchführung, sie sehen. Wobei neue, weil die alte Luke, kommt sie runter, ich zeige euch das von innen. Okay, gucken wir uns. Gucken wir uns mal an. Oh, gut, macht nichts. Hauptsache der Max-Van. So. Sie sehen, das sind die Verschraubungen jetzt. Moment. Ja, das sind diese Löcher. Die Warte mal, ich mach mal Licht hier. Moment. Da. Und die gehen durch, ne? Ja. Und jetzt ist meine Bedenken, ob die Ramme von der neuen Bedeckung oben, ob der das alles. Ob der diese Löcher abdeckt. Genau. Und jetzt weiß ich, jetzt, ja, okay. Und wenn nicht, muss man so Alurahmen oben auf den Dach setzen. Ja. Und dann die Dachluke. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Wie kriegen wir denn so schnell einen Rahmen zustande? Ich gehe ins Lager, da gibt es von Dometic so fertige Alurahmen. Ah, okay. Die gibt's als für Vorbereitung für Klimaanlagen, aber ich kann die auch für so Fenster. Ah, ja. Dann, nee, ich habe gedacht, jetzt sägen und machen und tun und. Ich frage jetzt im Lager, wir brauchen 2 Stück, ne? Genau. Zwei. Das wäre natürlich eine super Idee, weil es geht ja nicht um die Dachstärke, die ist ja variabel. Ist es geht darum, dass du keine Löcher im Dach hast. Eben, sonst es geht um Dichtigkeit, ne? Genau, sonst kommst du nicht mehr durch die genau. Dichtigkeitsprüfung. Ich verstehe das. Das geht ja. Wir hätten selber da ein Problem bekommen. Ja, das hätte ich spätestens gemerkt, wenn ich die Luke abgenommen hätte oben. So. Weil ich baue ja immer erst ab und gucke dann. Ne? Lora, da hätte ich einen Gegenrahmen gebaut. Ja. Aber es ist alles sehr aufwendig, wenn du keine Werkstatt stehst vor der Garage auf deinem, naja. Alles klar. Ne? Und dann fallen dir die Eicheln auf den Kopf und es regnet und es wird kalt. Das da wird hat keiner nicht, Spaß nein, dran. Das geht gar nicht. Ne? Aber die Idee, dass es eventuell einen Rahmen gibt, die ist natürlich genial. So, Päuschen. Pause. Also brauchen wir entscheiden. Bauen wir ein, bauen wir nicht ein? Bauen wir ein. Super. Also ja? Super. Wenn die durchgebohrt haben, kriegen wir sonst nicht dicht. Also ja, nee, alles klar. Nee. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Löcher bis nach oben nicht durchgehen. Okay. Ja, ist aber gut zu wissen. Ja. Nicht jede Dachluke passt überall rein. Nee, und ist auch gut zu wissen, dass es solche Rahmen gibt, Nora. Ja, universal einsetzbar, ja. Wunderbar. Zum Beispiel für sowas. Ja, perfekt. Cool. Wenn dann wieder so verrückte Camper sieht kommen ja und Sonderwünsche nicht haben. Sieht auf ne? Dem Dach mit dem Alurahmen. Ne? Wenn das dann alles fertig ist, sieht schick aus auf dem Dach. Klasse. Gut, machen wir. Der Schorsch hier in der Werkstatt heute ist zuständig für unsere Dachluken. Der hat vorgeföhnt und dann die Dachluke ging das ganz abgenommen. Leicht ab, ne? Ja, und heiß gemacht. Also Wärme hilft ungemein, ja, wenn du das machst. Ja. Und er hat nicht mal einen Spachtel, er hat einfach gezogen und hat die dann hochbekommen. Ne? Genau. Dadurch, dass er es vorgewärmt hat mit dem Föhn. Ja. Hier steht das gute Stück. Ja, hier ist der Kleber. Und das klebt echt wie Kaugummi. Oh Gott, ja. Wie Kaugummi, du. Wie Kaugummi. Ja?
Hast du das sehr stark erhitzt oder nur leicht? Das würde mich mal interessieren. So muss man das Mittelmaß finden. So ein Mittel. Heißt, geht der Kunststoff kaputt. Genau. Und die Dachverklebung kann kaputt gehen. Also genau. Nicht zu heiß. Ja, denke ich mal auch. Also, ne? Ein bisschen mehr Geduld. Ja, genau. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Sonst geht nichts. Ja, genau. Mit Gefühl. Bevor ich die neue Platte klebe, dann muss man das richtig sauber machen. Ne? Ja. Ja. Sonst gibt es. Das wirst du sonst nicht. Guck, da sind die Löcher, ne? Ach, das sind die Löcher. Da genau. Du, das hätte nicht gepasst, alles klar. Ja. Und jetzt kommt so eine nicht so schöne Aufgabe, den Kleber da runterholen. Mhm. Mhm. Aha. Ach, guck mal. Das ist ja wieder ein Trick. Guck dir das an, mit dem Akkuschrauber. Das ist ja was. Oh, ist das ein Zeugs. Oh, das ist ja cool. Nora, die Tricks, die kennst du nur, wenn du das jeden Tag machst, hätte ich fast gesagt. Ist ja cool. Ja, sonst dauert das schon gelang. Ja, alles mit dem... Bis man das irgendwie rauskriegt. Ist ja was. Hier, Bertel, auch mit Gefühl, ne? Ja, alles mit Gefühl. Cool. Das finde ich ja toll. Man nimmt eine Stufebolle, ne, für sowas. Bitte? Ja. Eine Stufebolle. Ja. Das ist extra noch rundgeschnitten, dass er nicht so hart ist. Ja. Und wenn du einen scharfen Bohrer hast, Nora, und der kommt mit den Kanten da unten in die... Lack. Ja, genau. Zack. Dann hast du einen kaputten Lack, das machst alles du ja nicht. Alles klar, nee. Ist ja toll. Also machst du den Bohrer stumpf. Ja. Weißt du, Bertel, wenn du das gemacht hättest, das hätte eine Dachluke einen Tag. Schön sauber geworden. Ja. Super. Da jetzt kommt diese Rahmen. Ja. Ja, und dann ist alles abgedeckt. Wunderbar. Super. Richtig alles tiptop dicht und dann kommt die Dachluke oben durch. Perfekt. Klasse. Sieht Klasse. Sehr schön aus. Ohne die Verstärkung? Nein. Geht nicht. Was hast du jetzt genommen, um die Klebereste, also welche Flüssigkeit, Reinigungsmittel, um die Klebe... Wir haben so Klebeentferner. Raue so Stoffmatte, ne? Dass die ein bisschen besser... Ja, dass das... Klebe greifen, genau, ne? Wenn genau. Wenn es zu weich... Wenn du nur so einen Stoff nimmst, dann bleibt das nicht dran heften, dass das ne? Immer ja. Wieder rutscht mir das, ne? Aber ja. Aber es sieht doch klasse aus. Guck mal, wie sauber das geworden ist, Nora. Ich freue mich. Du hast ja bei dem Max-Venn-Rahmen, da hast du ja diese Vorgaben für diese Löcher, ne, für Schrauben. Ja. Wie sind da eure Erfahrungen? Klebt ihr oder schraubt ihr? Die Klebe und die Schraube. Die Schraube sind zusätzlich. Sie müssen du klebst. Wenn nicht, das ist Klebe. Ja, die Klebe braucht seine Zeit, bis er richtig fest ist. Ja, genau. Und die Schrauben unterstützen das. Genau. Die Schrauben fixieren das, dass das keine Bewegung kriegt. Genau. Das Schlimmste ist, wenn das arbeitet, wenn der fährt. Also ja. Der Kleber kriegt keine Ruhe. Irgendwann kriegt er so viel Dreck und alles, ohne dass das vielleicht die Bauch nie hält. Ja. Also kleben und schrauben. Und schrauben. Beides. Ich auch versuche das nie zu schrauben. Nee, ich habe das aber auch gelesen, dass die das schrauben aber da und muss man kleben. Das Fahrzeug mindestens 2-3 Tage stehen lassen. Ja. Bis das richtig hart ist, ne? Das hier ist einer, der richtig fest wird. Und dieser hier, das ist der jetzt drauf war, den du dann mit der Bohrmaschine runtergeholt hast, der immer so elastisch bleibt. Genau, das ist eine abtupfbare Dichtmasse. Bei dem ist nichts mehr mit abtupfbar. Da ist nur Messer und Kratzen und Schneiden. Dann ist fest. Ja. Und wirklich fest, ne? Ja. Da geht der Dach kaputt, aber der Verklebung bleibt. Ja, genau. Alles klar. Guck mal. Fahrzeug sorgfältig, ganz sorgfältig aufgehängt, die Putzlappen. Frisch ja, hier wird ja auch Fahrzeugaufbereitung gemacht. Ne? Guck mal, und wie schön die ganzen Tücher hier aufgehängt sind. Ist doch echt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Super. So ordentlich. Ja. Total ordentlich. Alles wir gehen mal gucken. Alter Falter. Oh! Guck mal hier. Die Klebedichtmasse, die ist ein bisschen dicker wie normal. Ne? Ja. Alles gut. Richtig
Ja, 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 alles richtig. Machen, ne? Ist eine super Arbeit, sieht richtig gut aus. Ja. Toll. Nach einer Stunde kann ich das wegmachen. Das ja. Fenster, so wie bei dem. Klasse. Die vier Schrauben. Und dann machen wir die Elektrik innen drin. Gut. Dann fangen wir mit dem nächsten Fenster. Ja. Wunderbar. Sieht total klasse. Sieht total klasse aus. Wir fahren nicht so bald. Ja. Stück fahren und dann ja. stehen lassen. Ich dachte so Barcelona, weißt du, so Barcelona nein. in die Sonne. Da mache ich mit. Ja, ne? Barcelona mache ich mit. Also ich bin so froh, dass wir das hier, dass uns hier geholfen wird. Dass nicht du das gemacht hast. Ja. Alleine. Ja. Und ja. ich ab und zu als Handlanger da. Das wäre eine Katastrophe geworden. Da kann man mal sehen, wie viel Vertrauen Nora in meine Arbeit hat. Du, das sieht aber toll aus. Wow. Ja. Klasse. Das sind diese Alu-Geschichten. Ja, das ist der Einbaurahmen, weil du ja, die Löcher genau. hattest. Die musstest du ja verschließen. Und jetzt sind sie drauf. Sieht klasse aus, ne? Super. Super. Nora, zufrieden? Sprachlos. Sprachlos. Perfekt. Nora, sprachlos. Perfekt. Perfekt. Danke. Perfekt, super. Danke. Oh, schön. Er ist froh, dass vorbei ist. Ja, sehr froh. Oh, wieder gerichtet. Wunderschön, also toll. Chefin? Gucke. Chefin ist die wichtigste. Ja, Chefin ist die wichtigste. Ah, meine Gardinenstange. Was habt ihr denn da gemacht? Muss man leider ein bisschen ausklinken, weil halt die Schiene ein bisschen im Weg war. Sag mal. Ja, geht aber. Geht. Das ist das breiter. Also Glück die Jungs sind ihr habt ja. Also es hat wirklich. Ihr seid ja, reingepasst. Ihr seid ja echt verrückt, dass er das, also dass er da noch ein Stück ausgeklinkt habt, wegen der Schiene, ihr seid doch echt verrückt. Ich war doch zu voreilig. Ich habe zu Bertel gesagt, wir müssen erst den Vorhang. Ich brauche diesen Vorhang. Und hätten wir doch nicht gleich. Da hast du den Jungs jetzt ein bisschen mehr Arbeit bereitet durch deine Schiene. Ja, ja. Boah. Max, na, da bin ich ja mal gespannt, wenn man das guck, und Strom ist auch drauf. Genau. Mit Licht. Ja. Wo macht man jetzt das Licht aus? Da an deinem Außenrahmen ist ein schwarzer Knopf, hinten rechts. Nee, genau an der Ecke. Andere Seite, andere Ecke. Ja, schwarzer Knopf. Ach, der! Perfekt. Oh. Noch ein Zusatzlicht hier. Ja. Und meine Bügeldachluken, ich liebe ja Bügeldachluken. Da ist ja das Besondere, dass du, wenn du hier, du kannst das hoch machen. Genau. Die hat so eine Rastung, wenn du diesen Stift rausziehst. Du hast Wind und jetzt kannst du es runterklicken, ja. Hast Luft und sie ist sowas von fixiert, besser geht gar nicht. Ja. Super. Super. Herrlich. Toll. Toll, toll. Jetzt macht man das wieder hoch. Jetzt macht man das wieder hoch und jetzt drückt sich das nämlich automatisch runter. Ja gut, die muss noch. So. Ja. Mehr wollen wir da jetzt gar nicht bewegen. Nee, lass mal noch ein bisschen den Kleber ruhen. Trocknen. Genau. Ein bisschen ruhen. Wir wollten noch nicht so weit fahren. Ihr seid ja welche. Einschalten. Mein Freund. Und dann müsste es eigentlich auch mit dem Taster ne, aufmachen. Ist es mehr oder weniger nur lüften? Ja, grünes Licht. Das finde ich auch gut. Kein blaues Licht. Ja, die Aufgabe war ja nicht, einen Ventilator zu erfinden, sondern nur das Einbauen, Nora. Ja, trotzdem freue ich mich über grünes Licht. Ja. Mal, Nora, können wir hier noch mal eben kurz reinschauen? Ach, da ist jetzt die genau, Elektrik. Ne, da haben wir diesen Regler für den Strom reingebaut. Dankeschön. Also nicht wir, sondern hier bei Gömer. Der Regler, den ich mitgebracht hatte, und der sorgt jetzt dafür, dass der wirklich nur mit 12 Volt läuft und dass Stromspitzen genau. durch den Verbau von den Lithiumbatterien, genau, das mit den Lithiumbatterien, dass die hier vom Max-Van die Platine nicht zerschießen. Ne?
Oh. Wie Dach. Gut 2 Wochen fahren wir jetzt mit den Dachluken schon durch die Gegend. Prüfung bestanden, Dichtigkeit perfekt, Regengüsse, Sturm, alles gut überstanden. Und jetzt noch mal kurz hier zeigen, Berti. Ihr habt es ja schon im Video gesehen, hier sind ja diese Stopper. Also der Wind hat super ausgehalten und ich könnte... Oh, guck, zack, duschen, aufhängen, fertig. Jetzt setzen wir uns aber mal hin. Bertels Bart ist vielleicht gewachsen. Es wird Zeit, dass du mal dich rasierst, Bertel. So. Guck mal, was ich hier noch habe. Du kennst das noch? Ja, das war auf dem Dach. Oh. Also. Abtupfbare Dichtmasse heißt das Ganze. Also da kann man total viel Döneken mitmachen mit dem Zeug. Ja. Nur nicht essen. Als ich das gesehen habe mit dem Akkuschrauber, ich dachte echt, mein Dach. Ja. Mann. Ich habe gedacht, gut, der Kollege, der macht das schon lange genug. Der wird schon wissen, was er da macht. Ne? Ja. Aber so cool, das haben wir noch nie gesehen. Das war krass, das war richtig krass. Oh, ist das schön. Und jetzt haben wir wieder mehr Platz im Keller. Ach, hör auf. Die haben da echt... Also der Max Van hat da wirklich 2 Jahre gelegen. Und ich glaube, die Dachluken, wenn Bertel dann immer mal so auf Schnäppchenjagd ist, dann wird was gekauft. Es sollte ja bei Ella, ich weiß gar nicht mehr, wo die Dachluken rein sollten. Und doch, damals beim ersten Hümer. Ja, genau. Beim RSX, da war eine Klimaanlage oben drauf und die wollten wir runternehmen, weil die nur... Da sollte der Max Van hin. Genau. Und wir wollten trotzdem die Bügeldachluken. Es ist, habt ihr es vielleicht gesehen im Film, jetzt ist es leider dunkel, es ist viel heller im Badezimmer. Wir haben ja bei durch diese Bügeldachluken kein Milchglas mehr. Ja. Und das finde ich ganz schön, muss ich sagen. Das finde ich richtig gut. Es ist heller und ich kann jetzt, weil ich habe ja sonst immer bei unseren Fahrzeugvorstellungen, die uns ja schon länger folgen, wissen, dass ich diesen Handtuchhalter, den man an die Decke klappen kann und runterholt, zum Handtuch drüber hängen, ja total super finde. Und das geht bei unserem Schwenkbad nicht so gut. Also ich glaube nicht, dass man das da hinkriegen würde. Und jetzt kann ich halt, wenn es draußen regnet, über meine Bügeldachluke das Handtuch aufhängen. Genau. Und lüften. Genau. Das finde ich ganz toll. Und ich hab das jetzt auch zum ersten Mal so miterlebt. Du musst ja oben diese abtupfbare Dichtmasse, die musst du ja komplett runter machen. Das Dach muss ja oben um den Ausschnitt herum, Dachlukenausschnitt, wieder aussehen wie Picobello. Ne? Da dürfen keine Reste drauf sein, sonst bekommst du die Abdichtung nicht dicht. Ne? Und das hat da zum Schluss dann nochmal gereinigt. Da habe ich noch gefragt. Das war Silikonreiniger oder Entferner. Silikonentferner, so heißt es richtig. Und ihr müsst darauf achten, keine Mittel auf Lack zu benutzen, die Aceton enthalten. Ja. Man nimmt ja auch mal Bremsreiniger, Bremsenreiniger und so ein Kram. Und da kann Aceton drin sein. Also immer schön, wenn Lack im Spiel ist, auf Reinigungsmittel achten, die eben acetonfrei sind. Du kannst auch Reinigungsbenzin nehmen. Ne? Naphthaline heißen die. Diese Rohölstoff, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Naphthalin ist das, ne? Irgend so ein Benzingemisch da. Ah. Und das kannst du dann bestens nehmen, um eben diesen Klebekram abzubekommen. Und das war mein größter Horror. Der Klebekram. Und mein größter Horror war, wenn Bertel das selber gemacht hätte. Ja, das meine ich ja. Ja, das hätte erstens mal eine Woche gedauert, wenn nicht noch länger. Mit viel Stress. Ja, du hast so unglaublich viel Vertrauen in meine Arbeit. Das ist fast nicht mehr zu ertragen. Nein, das hätte bestimmt geklappt, aber das war toll. Das war toll. Oh. Ich habe noch ein paar Tricks dafür. Ah. Was mache ich denn mit alter, abtupfbarer Klebemasse? Was kann ich damit machen? Das ist ja altes Krams hier, ne? Das ist so ein Rest vom Dach, ne? Das Klebezeug. Mhm. Und ich weiß, worum es geht. Ne? Mhm. Ja, der Abend ist schon spät genug. Ich denke, da erzählen wir demnächst mal was drüber. Mhm. Also immer schön aufheben, wenn ihr so einen Klebekram habt. Ne? Kann man einiges mitmachen. Oh. Universalmittel. Ja, nun mal her. Das erinnert mich an meine Radiergummis. Es gibt so Radiergummis, ne? Die sehen so ähnlich aus. So, weg damit.
Jetzt habe ich nichts mehr in den Finger zum Spielen. Richtig. Nur. In diesem Sinne. Ja. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ich gehe jetzt ins Bett. Ins Bett? Ins Bett. Noch so Tatörtchen? Tatort. Und so Schoki? Schoki? Schokolade. Zwischen den Längsbetten. Oh. So eine kleine Süßtafel aufbauen. Mhm. Ist schon bald wieder Lebkuchenzeit. Oder? Ja. Auf. Auf.